Thies Aschersleben ist renommierter Großhersteller von Schwerstwerkzeugmaschinen. Einzelanfertigungen speziell nach Kundenwunsch. Da ist es ein Plus im Wettbewerb, wenn dem Kunden gezeigt werden kann, wie perfekt die Maschine aus Aschersleben ist, obwohl sie noch gar nicht gebaut wurde. Das heißt, wir gehen bereits schon in der Angebotsphase, gehen wir mit dem Kunden schon durch, was sind seine Ansprüche, was sind seine konstruktiven bzw. prozessorientierten Abläufe, die er gerne wiedersehen möchte, nicht nur in der Maschine am Schluss, die er am Schluss bei uns kauft, sondern auch schon in der Angebotsphase. Und da erleichtert uns die Arbeit unglaublich, wenn wir schon mit einer virtuellen Technik beim Kunden aufwarten können und ihn gemeinsam in einer 360-Ansicht erklären können, was seine Maschine alles heute hat mit Angebotsstand X und was er aber noch gerne alles optional mit dazu kaufen kann. Darum hat sich Thies Aschersleben das Fraunhofer Institut Magdeburg ins Boot geholt. Die Fraunhofer IFF-Ingenieure verknüpften die reale Steuerung mit der virtuellen Maschine, denn sie sind die Fachleute in puncto virtueller Modelle und interaktiver Simulationen. Das sind in der Regel kundenspezifische Anforderungen zu berücksichtigen, kundenspezifische Entwicklungswerkzeuge, auch das Trainingswerkzeuge müssen individuell sein. Hier können wir unseren Kunden stützen, seine Dienstleistungen weiter aufzubauen, um dann mit den Lösungen, die wir hier entwickelt haben, Wettbewerbsvorteile gegenüber seinen Mitbewerbern zu erreichen. Der Sondermaschinenbau Kalförde, spezialisiert auf Schweißanlagen für Großbauteile im Schienenfahrzeugbau. Maßgeschneidert konstruiert und gebaut für den Kunden. Die Qualität der Schweißmaschine steht und fällt mit ihrer Zuverlässigkeit, der Präzision und Effektivität von Programmierung und Steuerung. Die Ingenieure in Kalförde können die NC-Programmierung natürlich selbst übernehmen. Die komplexen maschinenspezifischen Zyklen zu simulieren, Anpassungen, die sich eigentlich erst beim Probelauf ergeben, können sie allerdings nur mit einem erheblichen Aufwand realisieren. Die Lösung kam aus dem Fraunhofer IFF. Tools zur automatisierten NC-Programmierung und zur maschinennahen NC-Simulation in Echtzeit. Quasi ein virtueller Probelauf. Wir schätzen die Kompetenz von Fraunhofer auf dem Gebiet der virtuellen Entwicklung. Und genau hier ist der Ansatzpunkt. Wir entwickeln Maschinen und Anlagen mit bis zu 20 gesteuerten NC-Achsen und der Einbindung von verschiedener Sensorik. Und hier war es uns wichtig, ein Werkzeug zu finden zur virtuellen NC-Code-Generierung und zur realitätsnahen Simulation, welches unseren Kunden es ermöglicht, wesentlich kürzere Inbetriebnahmezeiten zu ermöglichen und überhaupt auch natürlich Fehler bei der Programmierung zu vermeiden und ja eben Zeiten für Kollisionstests und so weiter auf ein Minimum herunterzuschrauben. Das Fraunhofer IFF steht für das virtuelle Entwickeln, Simulieren oder die virtuelle Inbetriebnahme selbst von Großanlagen. Virtuelles Training der Bediener inklusive. Wir sehen es hier, ein Beispiel ist das virtuelle Training. Wir haben unterschiedliche Anwendungen auch in der virtuellen Steuerungsentwicklung, im Software-Test eingebetteter Systeme. Das sind alles Themen, die wir in Forschungsprojekten schon bearbeiten. Und da hat die Zukunft bei uns schon sehr wohl begonnen.